Ja, ich muss jetzt noch mal kurz was erzählen. Und zwar ist es so, ich habe gestern meine ganzen Kontakte angeschrieben, dass ich Geburtstag habe. Und daraufhin haben mir dann alle gratuliert. Bis auf Julian, der schreibt mir okay. Und noch jemand, der war aber nicht, der war schon ein paar Monate nicht online. Deswegen hat er mir nicht gratuliert. Aber Julian hat mir okay geschrieben. Und ansonsten haben wir alle gratuliert. Aber das soll jetzt nicht Thema sein. Ich wollte was anderes erzählen. Und zwar ist es so. Ich habe ja noch zu diesem Julian, habe ich ja noch Kontakt. Ist ja auch gut so. Dass ich wenigstens noch ein paar Kontakte habe, das ist ja gut. Aber dass mich keiner rausholt, das stört mich. Ich meine, ich habe ja erzählt, dass ich hab ja erzählt, dass ich letztens den Julian in der Innenstadt in Dortmund getroffen habe. Und Julian kann mich ja ruhig mal mitnehmen. Da müssen ja die anderen Leute aus Westhofen nicht bei sein. Ich kann da auch mit Julian alleine fahren. Aber ich finde das echt sehr nett, wenn Julian mich mal rausholen würde. Aber das macht er ja nicht. Und hier in Holzwickede holt mich auch keiner raus. Keiner hier in Holzwickede chillt mal mit mir. Niemand. Ich sehe immer die Leute, die ich als Kontakte bei WhatsApp habe, die sehe ich hier immer draußen rumlaufen, aber keiner nimmt mich mal mit raus. Niemand. Aber jetzt wollte ich eigentlich was anderes erzählen. Ich habe den Julian angeschrieben, dass Felix mich mal bitte anrufen soll. Daraufhin hat Julian mir dann geschrieben, Felix will nicht. Er will ein anderes Leben ohne mich. Und dann habe ich Julian nochmal gefragt, wann Felix mich mal anruft. Er meinte dann gar nicht mehr. Ja, und ist ja schon mal gut, dass ich Widerspruch gegen die Einstellung eingelegt habe. Die Staatsanwaltschaft hat das ja eingestellt, das Verfahren gegen die. Und jetzt habe ich schon vor Monaten da Widerspruch gegen eingelegt, dass sie das Verfahren gegen die Bande aus Westhofen wieder aufnehmen. Und im Januar ruft mein Vater nochmal beim Anwalt an und fragt nochmal nach. Und wenn dann immer noch nichts gekommen ist, dann schreiben wir die Staatsanwaltschaft nochmal an, ob die das jetzt wieder aufnehmen. Warum die das eingestellt haben. Und wenn die das nicht wieder aufnehmen sollten, dann werde ich die zivilrechtlich verklagen, die Bande. Da muss ich sie allerdings alle dafür verantwortlich machen. Ich kann ja dann nicht nur Felix verantwortlich machen. Ich muss sie dann alle dafür verantwortlich machen. Alle, die dabei waren. Der John aus Hagen gehört dazu. Der Felix gehört dazu, der Mohab gehört dazu, der Julian gehört dazu, der Maxim gehört dazu, die Jennifer gehört dazu, Sergej und Kilian gehören dazu. Die muss ich dann halt alle mit erwähnen. Ist dann halt so, wenn die es nicht anders wollen, ich habe denen jetzt so viel Zeit gegeben, noch kann der Felix sich melden, aber wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Ich meine, wir raten, ich weiß ja nicht, wie die anderen Leute das sehen, aber ich habe Felix so viele Chancen gegeben, dass er mich als Freund zurückkriegen kann. Und die ganzen Chancen, die ich dem Felix gegeben habe, die hat er ja nicht genutzt. Ich habe ihm ja jetzt das ganze Jahr über Zeit gegeben, sich zu melden. Ich habe dem Felix jetzt monatelang. Ich habe diesem Felix und der anderen Bande da, der ganzen Bande da und dem Felix auch, ich habe denen jetzt monatelang Zeit gegeben, dass sie mich als Freund zurückkriegen können. Und die haben die Chance nicht genutzt. Also ich habe der ganzen Bande da aus Westhofen, ich habe denen jetzt monatelang Zeit gegeben, dass sie mich als besten Freund wiederkriegen können. Und die wollten es nicht. Die haben die Chance nicht genutzt. Ich habe ja gehofft, dass der Felix sich noch meldet. Macht er ja auch nicht. Das heißt, der Felix, der nutzt die Chance auch nicht. Der John, der meldet sich auch nicht. Die wollen die Chance ja nicht, die ich ihnen gegeben habe. Die wollen es ja nicht anders. Die wollen ja anscheinend Ärger haben. Dann sollen sie eine kriegen.
Aber ich hab der Bande aus Westhofen so viel Zeit gegeben, dass die mich wiederkriegen können als besten Freund. Und die Chance haben sie ja immer nicht genutzt. Die meinten ja immer, die können sich Zeit lassen, aber irgendwann ist bei mir Ende. Ich habe der Bande aus Westhofen monatelang Zeit gegeben, dass sie mich als besten Freund zurückkriegen können. Und die Chance haben die nicht genutzt. Und jetzt sehe ich das zu, dass ich das mit dem Anwalt kläre oder mit dem Gericht. Weil mir reicht's jetzt. Aber dass sie sowas mit mir gemacht haben, das ist echt ganz schlimm. Das geht echt gar nicht. Ich habe das Foto von Felix wieder rausgenommen, weil ich das jetzt mit dem Gericht machen will und mit dem Anwalt. Das bringt, glaube ich, mehr was als das mit dem Foto. Da bringt das eher was. Ich habe das Foto jetzt deswegen wieder rausgenommen, weil ich das jetzt mit dem Gericht machen will und mit dem Anwalt, dass ich da Schmerzensgeld kriege und dass sie bestraft werden. Dann sehen sie vielleicht irgendwann hoffentlich mal ein, was sie mit mir gemacht haben, dass das nicht in Ordnung ist. Wenn sie bestraft werden, hoffentlich sehen die das dann ein, dass das nicht in Ordnung ist, so mit einem Freund umzugehen, der so nett ist. Ich habe alles für die gemacht. Ich war immer für die da und die gehen so scheiße mit einem Freund um, der immer da ist. Ich war immer da für die, ich bin immer gekommen und dann haben sie mich immer so geärgert. Wo die Telefongespräche noch drin waren von Felix und mir, da hat man ja drauf gehört, dass Felix angeblich immer unschuldig ist, aber auch wo das mit der Stange gewesen ist. Felix war immer dabei und der hat mir nie geholfen, nie. Der hat mich nie beschützt, nichts. Der hat gar nichts für mich gemacht. Außer halt, Felix hat mir letztes Jahr einmal geholfen. Felix hat mir letztes Jahr einmal geholfen, meine Fußballtorwand abzubauen. Und halt ein paar Jahre davor, also vor 3 oder vor 2, 3 Jahren, da hat der Felix mir schon mal geholfen, die Kleinhüpfburgen abzubauen oder aufzubauen. Aber mehr auch nicht. Aber dass Felix nie so richtig für mich da ist, das habe ich jetzt erst richtig verstanden. Das habe ich jetzt erst richtig verstanden. Weil wo ich da geärgert wurde, hat der Felix mich nie beschützt, der hat mir nie geholfen, nichts. Der hat da immer dabei mitgemacht, dass ich da geärgert werde. Da hat er immer bei mitgemacht. Ich habe ja schon oft genug erzählt, was sie alles gemacht haben. Und der Felix, der hat immer mitgemacht. Der hat mir nie geholfen. Der hat mich nie beschützt. Nichts. Nichts hat der Felix für mich gemacht. Nichts. Gar nichts. Der Felix, der hat mich nie beschützt. Nichts. Und er hätte mir eigentlich helfen müssen als Freund, aber das hat er ja nicht gemacht. Der Felix, der hat mir ja nie geholfen, der hat mich nie beschützt, nichts. Und stattdessen hat er mich noch reingelegt und der Felix hat mir auch den Jugendtreff genommen und alles. Dafür muss er auch noch aufkommen. Okay, dann sage ich mal bis die Tage oder so. Tschüss.